Moin Leute und willkommen zurück bei Room 2 Talk Raw. So. Wir haben ja jetzt hier nochmal ein bisschen gekämpft und alle möglichen Rotze ausgebaut. Ja, das wollten wir ja nicht machen. Da war ja was. Aber soweit kann ich hier, glaube ich, auch noch nicht wieder was ausbauen. Sieht nicht so aus. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Wer jetzt? Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Ich habe noch nicht mal eine Armee zu euch hingeschickt. Was machen die hier? Wollen die mir helfen oder warum invasieren die mich hier? Ich glaube, die wollen mir mit ihr ohne Ende so komischen Helden helfen. Zumindest so aus. Was ist das da? Noch eine Armee von denen. Ares Terror. Ja, wenn sie uns angreifen wollen. Nein, sie werden nicht scheitern. Das ist gar kein Problem. Ich weiß nicht, soll ich hier unten erstmal alles freiräumen oder? Wobei, das macht Karthago. Karthago regelt. Hoffe ich. Hoffe ich, denke ich, tue ich was. Tue ich hoffen machen. Jo. Wie kann ich Rom dienen? Wieder so eine komische Heldin. Für Rom, sie wagen es mir, den Weg zu versperren. Die wagen es, ihr den Weg zu versperren. Diese Dann mach nochmal ein Gemetzel. Weg ins Feind gemeuchelt. Ist vollbracht. Jawohl. Das hast du gut gemacht. Für den römischen Ruhm. Dafür kriegst du natürlich auch was. Was kriegst du denn? Kriegst mehr Chance, feindlichen Agenten auszuweichen. So. Bereit zum Kampf. Die sollten hier noch ein bisschen stehen bleiben, damit das die Stadt uns erstmal wieder besser findet. Und dann wird das schon alles. Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit zu begraben. Ihr habt sicher lang darüber nachgedacht. Letztendlich wird es eurem Volk große Sorge bereiten. Ja, ja, sagst du. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold. Doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen anders denken. Lol, die haben schon wieder so Riesenarmeen. Ich spreche das Wort aus, das ein... Ach, Leute. Liebe Leute. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so viel und wir wollen... Ich
Die Geister sagen uns, dass wir euch... So, wo waren jetzt die Riesenarmeen? Da war die erste. Das sind fast alles freie Herber noch. Opfer. Aber die erwische ich nicht mehr. Wie kann ich Rom dienen? Aber sie erwischt sie. Militär, Sabotage, Vorräte vergiftet. So. Klappt. Spion und das Level up. So. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon rausschieben darf. Von wegen Zufriedenheit der Bevölkerung. Was ich versuche mal. Ich biete den hier an, dass wenn mein Volk hört euch zu, vergeudet eure Worte nicht. Wenn wir haben Besseres verdient. Während eines Krieges könnt ihr über diese Option jederzeit eine Fraktion darum bitten, auf eurer Seite in den Konflikt einzutreten. So können wir neue Verbündete suchen, sollte ein Konflikt sich nicht zu euren Gunsten entwickeln. Und dafür gebe ich dir auch ein entsprechendes Sümmchen. Machen die. Das ist nicht schlecht. Auch bei 4000 noch. Jawohl. Jawohl. Eure Rede missfällt mir, doch ich lege meine Sorgen beiseite und stimme dem zu, was meiner Zustimmung. Ja, gut. Das bedeutet, sie haben jetzt Krieg zwischeneinander. Habe ich die jetzt gegenseitig aufgehetzt? Das wäre richtig geil. Bitte, wo seid ihr? Da. Jawohl, liebe Leute, die sind jetzt Angriffmodus auf die. Das heißt, die Gallische Föderation ist jetzt richtig am Arsch. Ach, das ist schön. So mag ich das. So muss der Fisch. Hier kann ich eigentlich abziehen. Kommandant! Wie gesagt, die kann ich noch nicht abziehen, weil... und so. Oh, das ist gut, da haben wir einfach mal mit 4000 Denare so eine 20 von 20 Armee umgangen. Das ist doch, hört sich ganz schön an, finde ich. So, die waren ja jetzt irgendwie militärisch verbündet oder so mit uns. Wenn ich mich nicht irre. Und die da müssen wir platt machen und ich glaube hier unten. Ja, die. Das sollte doch kein Problem sein. Eins, zwei, drei, vier. Ist das, dann werfen wir den hier raus. Die absolute Terminator-Armee. Ich sag's euch, Leute. Damit treten wir alles in den Boden, ey.
Ich erwarte eure Befehle. Dann werden wir ganz England niederjochen und alles, was uns bis dorthin noch auf den Weg liegt. Ja. Alles werden wir vernichten. Und die Runde beenden. Konsul, Errungenschaft freigeschaltet. Aha. Das soll mir jetzt sagen, dass... Es ist schrecklich, Krieg auf der Welt zu verbreiten. Doch ich flehe euch an. Greift diese Halunken an. Du, das Problem ist... ich daran ziemlich gearscht bin. Wann kann ich ja mehr... Ja, gut. Oh, das ist auch eine mächtige Armee. Oder muss ich den Truppen da oben gleich Verstärkung schicken, sonst wird das nicht so prickelnd da oben. Euer versteckter Agent wurde von ausländischen Kräften. Ach, der da, ja. Das weiß ich wohl. Nevia, kenne ich die? Irgendwoher? Da oben. Seid ihr mutig oder töricht? Oder da einfach nur verrückt? Sprich! Und ich höre euch an! Ja, halt, ehe ich euch das Fell abziehe! La la la. Wenn ich dir ein bisschen gebe. La la la. Was zur Hölle? Warum mögen die sich? Mensch, ist doch nicht. Kann ich noch irgendeinen Verbündeten von denen anstiften, einen Krieg gegen die zu machen? Oder hatten die... Warte. Galische Föderation. Ach, die sind... Achso, die sind militärisch verbündet. Ja gut, hab ich gesagt. So, Nevia. Komm, lasst mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Wenn du das Bündnis mit denen beendest, gebe ich dir so viel. Mach doch nicht. Die mögen sich zu sehr. Wie das ist doch ich doof. Euch das gleiche wie ihr bei mir gemacht habt. Scheiß Penner. Ich finde Gefallen an Sabotage. Ach du Scheiße, was haben die denn da für Truppen stehen? Ich habe mich darum gekümmert. Zu euren Diensten. So. Kommandant! Vielleicht kann ich die da. Euch da. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit eurem Geschwätz. Ach, ich glaube, das war gerade mein Fehler auch, dass ich. Oder? Nicht auch noch Spock mit mir wollen sie nicht. Hm. Und da ist der Timer. Das bedeutet, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Geht aus deinem ab. So. Bis beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.